Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier vom Landhaus Klosterwald in Liesch bei Gießen. Ich muss ein bisschen leise reden, es ist gerade mal 5:45 und ja, hier schläft noch alles. Aber das Seminar bei Christian Bischof beginnt schon um 8 Uhr und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir denn schon Frühstück kriegen. Kann man nur sagen, Morgenstund hat Gold im Mund und ich zeige euch jetzt mal hier noch ein paar Eindrücke von diesem Hotel hier. Eines ist es hier auf jeden Fall gemütlich, urig, wie du siehst. Ich sitze jetzt hier gerade an der Rezeption und denke, dass mein Sohn gleich auftaucht. Der ist ja hier mit dabei in Gießen bei Christian Bischof, bei die Kunst selbstbestimmt zu leben. Und ja, dann geht's gleich los. Es gibt schon Frühstück. So ihr Lieben, da bin ich nochmal. Es ist schon sehr spät, nach 23 Uhr schon. Ein langer Seminartag liegt hinter uns. Wir haben wieder ganz, ganz viele Übungen gemacht, um ja, uns neu auszurichten für unsere Zukunft. Jeder für sich alleine natürlich. Wir haben natürlich auch viel Gruppenarbeit gemacht und so alles in allem, das Wesentlichste, was ich aus dem heutigen Tag nochmal mitnehme, ist, der Glaube an sich selbst ist wirklich das A und O. Und viel gelernt haben wir heute auch noch zum Thema Geld. Im Hinblick auf das Mindset natürlich, aber auch im Hinblick auf Techniken, wie man finanziell unabhängig werden kann, auf eine bodenständige Art und Weise aber auch. Und da werde ich auch so einiges die nächste Zeit noch umsetzen. Für mich zunächst mal werde da sicherlich auch mal noch das ein oder andere Video zu machen, um ja, dich da mit auf die Reise zu nehmen, um dir da noch so ein paar Tipps und Anregungen zu geben. Eines, was ich mir ja schon vor längerer Zeit von Christian Bischof abgeschaut habe oder als Tipp angenommen und umgesetzt habe, ist, keine 5-Euro-Scheine mehr auszugeben. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir auch in der Infobox. Und das ist wirklich eine ganz enorm starke ja, Übung für mich. Und wo wirklich schon eine ja, große Summe zusammengekommen ist in dieser kurzen Zeit. Ich weiß nicht, seit Anfang des Jahres, nee, seit früher ungefähr mache ich das ja erst. Und diese Geldsumme, die da zusammengekommen ist, ja, die wäre ja ansonsten nicht da. Also wenn man da wirklich mal in der Richtung sich an der Hand nimmt und, wie ich das Beispiel aufgegriffen habe, keine 5-Euro-Scheine mehr ausgibt, sondern die quasi sammelt und da kommt schon so einiges zusammen und man hat auch immer, also wenn ich auch in mein Portemonnaie reinschaue, da ist auch immer Geld da. Das ist ja auch fürs Unterbewusstsein immer so eine Metapher, dass man nie ins Portemonnaie schaut und da ist kein Geld mehr drin. Und das Unterbewusstsein nimmt das ja einfach auf.
Der nächste Schritt dazu ist einfach, wenn man sich auch mal angewöhnt mit ein bisschen mehr, was auch immer dieses bisschen mehr Geld, das sind für den einen 50 €, für den anderen sind es 500 €, für den anderen mögen es 5.000 € sein, mit mehr Bargeld unterwegs ist und sich einfach auch wohlfühlt, mit viel Geld unterwegs zu sein. Ist auch etwas, was ich gelernt habe und wo ich auch gemerkt habe, dass es da bei mir einfach auch noch was zu heilen gab. Und ich hatte da, glaube ich, auch mal irgendwann ein Video zu gemacht, so zu einer eigenen Erfahrung, wo ich einfach mit einer größeren Summe Bargeld unterwegs war und ich mich nicht wohlgefühlt habe dabei und dachte, okay, da gilt es einiges anzuschauen. Und mit dieser Variante hier, mit den 5-Euro-Scheinen, die sammeln, kommt einfach eine beträchtliche Summe zusammen. Und dann mit einer etwas größeren Summe auch, man muss nicht immer alles mit sich rumtragen, aber mit einer größeren Summe, und das ist für jeden individuell. Wie gesagt, für den einen ist 50 € schon sehr viel Geld, für den anderen sind es 500 €, für den anderen sind es 5.000 €. Mit so einer größeren Summe mal auch unterwegs zu sein und die immer bei sich zu tragen, da kann man auch ganz, ganz wunderbar seine Beziehung zum Geld einfach heilen. Und für diejenigen, die mir sagen, okay, ich bin nicht in der Lage, jeden 5-Euro-Schein, den ich bekomme, nicht auszugeben und zu sparen, weil ich sowieso irgendwo am Existenzminimum mich bewege, da habe ich dann einfach immer den Tipp weitergegeben, dann sammel einfach jeden ersten Schein im Monat, den du bekommst, und gib den nicht aus. Oder wenn es ganz eng ist, dann fang einfach an, von mir aus 2-Euro-Stücke nicht mehr auszugeben, oder die ersten 2-Euro-Stücke, die du in einer Woche bekommst, gibst du nicht aus. Oder wenn es nur ein 2-Euro-Stück in der Woche ist, das du nicht ausgibst, dann sparst du im Monat letzten Endes auch schon mal 8 €, und das auf Monate, Wochen, Monate hochgerechnet, kommt auch eine Summe zustande. Mit anderen Worten, es gibt eigentlich nie eine Ausrede, irgendwas in der Richtung umzusetzen, um da ja ein Thema einfach, in dem Falle an dem Beispiel Geld, zu heilen. Okay, wir haben noch einen Tag morgen vor uns. Ich denke aber, das nächste Video, das wird dann auch erst wieder ja, erscheinen, wenn ich denn wieder zu Hause bin. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video nochmal. Ganz lieben Dank für dein Dabeisein. Hab einen wunderschönen Tag und denk an den Tipp, den ich dir eben weitergegeben habe, nochmal 5-Euro-Scheine nicht mehr auszugeben oder entsprechend zum Beispiel den ersten 5-Euro-Schein, den du im Monat bekommst, nicht mehr auszugeben und da einfach mal beobachten, wie viel Geld man da einfach im Laufe der Zeit zusammenbekommt und auf ja, eine leichte Art und Weise so ein Thema zum Geld anfängt zu heilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard.